Heute ist der Heißluftballon von Radio Argovia wieder in die Luft. In der Gemeinde, wo der Ballon landet, müssen die Bewohner bis zum Abend ein Fest auf die Beine stellen. Heute hat die Gemeinde Menziken geprägt. Kurz nach der 10 hat der Ballon auf Menziken Gemeindegebiet aufgesetzt. Danuk von Fellenberg berichtet aus luftiger Höhe und von den Vorbereitungen zu dem Fest. Morgen um 9 Uhr 2000 Meter über Meer. Die meisten Radiohörer unten pfusen noch. Höch über den Wolken küsst die Sonne den Argovia-Ballon. Nach dem Start zu Mosen am Hallwilersee treibt der Ballon zuerst orientierungslos durch den Nebel und fährt dann Richtung Westen. Das Wetter wäre eigentlich ideal, wenn der Nebel nicht wäre. Und was ideal ist, ist am Boden kein Wind oder ganz wenig und oben führe ich ein bisschen Windchen, damit man noch jemand herkommt, damit man nicht stehen bleibt. Und was haben wir jetzt für Verhältnisse? Ja, schlecht sind sie nicht. Es dürfte am Boden ein bisschen mehr Wind haben, damit man ein Landeplätzchen besser würde finden. Nach einer knappen halben Stunde über den Wolken will der Pilot Roger Engelstein sinken. Der Ballon fährt Richtung Luzern anstatt über den Aargau. Und weil der Ballon in den Süden, der Roger aber in den Westen will, fliegt der Korb mit der Argovia-Crew als Kompromiss halt knapp über den Baumgipfel bei Menziken. Ja, aber Millimeter. Ein Ballonfahren ist wirklich eine Glückssache. Der Roger Engelstein hat sich ein kleines Plätzchen Erde zum Landen ausgesucht. Der Ballon muss haargenau zwischen dem Wald und einem Baum im Garten von einem Haus runterkommen. Ihr müsst einfach euch bei der Landung heben, wenn ich runterkomme, nicht aussteigen, auf keinen Fall aussteigen. Ja. Drin bleiben. Gibt es eine ruckelige Landung? Weiss ich nicht. Ja, und die Landung ist dann auch nicht unbedingt sanft. Der Argovia-Ballon ist auf dem letzten Platz der Kantonsgrenze gelandet. Das Argovia-Fest soll heute in der Gemeinde Menziken steigen. Der Gemeindamme ist sofort vor Ort. Nach einem Küppli ist auch klar, wo heute am 7. Abend gefestet wird. Entweder in der Bade mit einem Badeplausch oder im Einschlag, wo wir ein Zelt haben, noch vom 1. August her. Oder bei den Schulhäusern, wo wir dann die Infrastruktur nutzen vom Gemeindesaal. Die Body-Variante findet alle die originellste. Noch nie ist ein Argovia-Ballonfest in einem Freibad abgegangen. Und so machen sich 50 fleissige Menziker an die Arbeit. Sogar über den Feuerwehrnotruf wird Verstärkung angefordert. Argovia-Fest mit Hilfe. Kombi schwarz. Der Treffpunkt ist... Ruckzuck verwandelt sich die Liegewiese der Body-Menziken in einen Festplatz. Bank, eine Bar und eine Bühne werden aufgestellt. Der Sand von der Beachvolleyballanlage wird gestrahlt. Wir haben 2 oder 3 Bände. Wir werden, das sind wir noch am Abklären, einen Gospelchor haben. Noch. Dann haben wir SLRG, die Demonstrationen macht im Bassin. Dann haben wir ein Beachvolley-Turnier, das wir machen. Ich nehme an, dass das am 5. Uhr bereits losgeht und bis spät in die Nacht geht. Ab der 7. ist das Festzelt eröffnet. Die Gemeinde Menziken und Radio Argovia, die ab der 8. live übertragen, rechnen mit einem Bombenerfolg und mit über 2000 Besuchern.